Hey, hey, ich bin Vicky und ich mach Schluss mit Vanlife. Nach 5 Jahren voller Abenteuer im Camper um die Welt ist es Zeit für was Neues. Allerdings gestaltet sich das Ende nicht ganz so einfach. Was passiert ist und wie es weitergeht, erzähle ich dir in diesem Video. Herzlich willkommen in Deutschland! Falls du nicht weißt, wie Deutschland aussieht, so. Und man hört die Deutschen auch schon bei ihrer Lieblingsbeschäftigung, und zwar dem Rasenmähen. Okay, kleiner Spaß am Rande. Ich bin gestern in Deutschland angekommen. Krass, ich habe super viele Termine, Ideen und Pläne für meine kurze Zeit in Deutschland. Aber vor allem, und darum kümmern wir uns zuerst, muss die Gute hier in die Werkstatt. Ich packe jetzt zusammen und fahre gleich los. Der Bus sieht aus wie eine Müllhalde. So ein bisschen Real Vanlife für euch. Abwasch von gestern. Bett voller Klamotten. Hier auch alles voller Klamotten. Auf dem Boden auch alles voller Klamotten. Essen von gestern. Ach du Scheiße. Okay, das liebe ich am Vanlife. Es ist zwar super schnell unordentlich, aber innerhalb von 5 Minuten sieht es auch wieder halbwegs anständig aus. Den Abwasch mache ich später. 7 Monate Holperpisten und Feldwege durch Südeuropa. Und Stracciatella klingt nicht gut. Ich hoffe nur, es ist nichts Größeres. Meine Leuchten sind auch kaputt. Und jetzt hoffen wir mal, dass sie nichts Schlimmeres mehr finden. Sauber. Nichts Großes. Ich habe heute so eine gute Laune. Mir scheint echt die Sonne aus dem Arsch. Die Einkäufe sind verstaut und ich gehe jetzt noch mal eine Runde mit Cleo spazieren, bevor wir heute Abend einen ganz besonderen Termin haben. Auf den freue ich mich schon seit Wochen. Vielleicht ist es dir schon aufgefallen, ich trage gerne Hut und bin auf der Suche nach etwas Individuellem. Durch eine glückliche Fügung und Empfehlung treffe ich mich heute mit Sebastian. Er ist Hutdesigner aus Leidenschaft. Ich finde das Thema Selbstverwirklichung schon mein ganzes Leben interessant. Grundsätzlich ist, glaube ich, jeder von uns so ein bisschen auf der Suche nach dem, was ihn ausmacht, was ihn widerspiegelt, wo diese intrinsische Motivation einfach von alleine da ist. Wo man die Motivation hat, bis morgens um 2 hier in dieser Werkstatt zu stehen, obwohl die kleine Tochter um 6 Uhr morgens wieder schreit, als Beispiel. Ja. Es fällt mir äußerst leicht, weil das, was ich hier tue, nicht darum geht, dass ich es tun muss, sondern es geht darum, dass ich es tun will. Und wenn Wille und das Können und das Aneignen zusammenkommen, dann entsteht für mich sowas. Ich glaube, ein ganz, ganz großes Stück von mir selbst gebe ich dadurch auch mit. Und ich glaube, darum geht es auch. Jedes Produkt hat Seele, was ich nach außen trage. Und ich glaube, das fühlt man, das sieht man und das spürt man, wenn man es aufhat. Es ging anfänglich darum, dass man für sich selbst etwas machen wollte. Und jetzt mache ich es nicht nur für mich selbst, sondern auch für andere Leute. Und das ist einfach, ja, das ist einfach schön. Und ich habe Bock drauf, mehr zu machen. Ich freue mich über jedes Statement, das ich mitsetzen darf. Mit aufsetzen. Für mich ist das voll das Riesending. Schön. Das ist voll. Ich habe mich ja jetzt die letzten Wochen drauf gefreut. Wahnsinn. Wenn dir dieses Video gefällt und du dich fürs Reisen und Träumeleben begeisterst, dann abonniere gerne den Kanal, um keine Neuigkeiten mehr zu verpassen. Mit neuem Hut im Gepäck, den ich selbst mitgestalten durfte, geht es weiter. Meine Boxenstopps in Deutschland sind meist vollkommen durchgeplant. Termine, Projekte und alle Wiedersehen, bevor ich ins nächste Abenteuer aufbreche. Auf dem Weg in den Norden besuche ich Nessa und ziehe kurzerhand in ihr Tiny House. Zumindest temporär. Denn danach geht's weiter mit Mama auf einen Roadtrip durch die Benelux-Staaten. Auf dem Heimweg passiert uns dann aber etwas, womit man einfach nie rechnet. Eine Stunde vor zu Hause ist der Reifen geplatzt.
der ADAC ist gerufen. Ich habe natürlich kein Ersatzrad. Alle Leute, die mir damals gesagt haben, demontier nicht das Ersatzrad, werden jetzt sagen, ich hab's dir doch gesagt. Mein Warndreieck muss ich mal suchen. Scheiße, da fahre ich wirklich durch die allerletzte Valla Pampa, ne? In Griechenland, was ich da für Straßen gefahren bin. Wo bleibe ich liegen? Deutschland, Autobahn. Ich fass es nicht. Ich fass es einfach nicht. Los, Cleo, hopp. Jetzt wird Stracciatella hier weggezogen. Was sagst du zu dem Ende von dem Trip? Das war nicht so toll. Aber alle sind am Leben. Alle sind am Leben. Also ganz ehrlich, es gibt echt schlimmere Dinge, die einem im Camper passieren können, als ein geplatzter Reifen auf der Autobahn mit ADAC-Mitgliedschaft. Okay, so haben wir uns das Reiseende wahrscheinlich alle nicht vorgestellt. Aber wer aufmerksam aufgepasst hat, dem könnte das bekannt vorkommen. Als die Reise mit meinem ersten Van Vanilla zu Ende war, war es auch kein so hundertprozentig beabsichtigtes Ende. Da hatte ich einen Getriebeschaden und durfte ohne Fahrzeug nach Deutschland reisen und das Fahrzeug ist dann per Sammeltransport hinterhergekommen. Ja, diesmal ist es irgendwie auch ähnlich. Der ADAC beendet irgendwie immer meine Reisen. Hm. Papa hat Mama abgeholt. Das ist schon 2 Uhr und ich schlafe jetzt hier einfach vor dem Reifendienst und morgen früh trete ich hier als Überraschungsgast auf. Wir sehen uns morgen. Oh, guten Morgen. Ich habe gut geschlafen, aber sehr kurz nur. So, dann gehen wir mal rein und du verschwindest in meiner Tasche. Ja, ich habe euch eine Überraschung hierher gefahren gestern Abend. Ja. Der Reifen ist mir gestern geplatzt. Mhm. Den würde ich ganz gern wechseln. Nein. Wir müssen reden. In meinem letzten bzw. vorletzten Video habe ich ganz viel darüber gesprochen, dass in meinem Leben eine große Veränderung stattfindet, dass ich mir einen neuen Traum erfüllen werde. Und während ich dachte, dass, was ich gesagt hatte, eigentlich relativ klar macht, wo es hingehen soll, ich glaube, so gut wie alle Zuschauer einfach vollkommen verwirrt waren. Ich ziehe mich aus dem Vanlife zurück. Nicht für immer, nicht 100%. Und ich werde weiterreisen. Ich werde nicht sesshaft, wie einige vermutet haben. Ich möchte aber anders in neue Kulturen eintauchen. Eben nicht jeden Tag den Stellplatz wechseln oder vom Campingplatz aus entdecken, sondern länger an einem Ort verweilen, vielleicht eben nicht im Van, und so Land und Leute einfach auf eine andere Art und Weise wie ein Einheimischer kennenlernen. Der erste Schritt dahin ist ein ganz besonderer Roadtrip, den ich geplant habe. Dazu wird es nochmal ein separates Video geben. Es bedeutet aber auf jeden Fall, dass ich hier ausziehe. Ich ziehe aus meinem Zuhause aus. Nein, ich werde Stracciatella nicht verkaufen, sondern sie behalten. Stracciatella ist mein Zuhause und es wird sie auch bleiben. Aber, weil ich es blöd finde, wenn der Van einfach nur rumsteht den ganzen Sommer, werde ich ihn in der Zwischenzeit vermieten. In der Videobeschreibung findest du einen Link zu YesCapper. Das ist eine Camper-Sharing-Plattform, worüber ich Stracciatella ab sofort vermiete. Wenn du also noch nach einem perfekten Gefährt für deinen Sommer-Roadtrip suchst, dann ist Stracciatella vielleicht was für dich. Sollte der Van für den gewählten Zeitraum nicht verfügbar sein oder einfach zu weit weg, kannst du auf YesCapper mal stöbern. Dort gibt es eine Riesenauswahl an ganz vielen verschiedenen Campern und zwar in vielen europäischen Ländern verteilt. Die Plattform bietet privaten Leuten die Möglichkeit, ihre Camper dort sicher zu vermieten. Das heißt, für Versicherungen und alles ist gesorgt. Und der Camper steht nicht einfach nur auf der Auffahrt rum. Wer bereits aber einen eigenen Camper hat und sich ein Taschengeld dazu verdienen möchte, der kann auch seinen eigenen Camper dort anbieten. Für mich stand es ehrlich gesagt außer Frage, dass wenn ich den Van hier nicht nutze, dass ich ihn anderen Leuten zur Verfügung stelle, mit dem netten Side-Effekt, dass ich damit auch noch Geld verdienen kann. Besser geht's nicht. Nach 8 Monaten Abenteuern mit dem Van und bevor hier irgendjemand anderes mitfahren kann, muss ich allerdings einige Reparaturen erledigen und das Auto mal auf Vordermann bringen. Außerdem muss ich ausziehen. Ich muss meinen ganzen Kladderadatsch hier rausholen. Die nächsten Tage sind vollgestopft mit Terminen und meine Zeit in Deutschland hier ist wirklich begrenzt.
Deswegen müssen wir jetzt das Beste draus machen. Mal schauen, ob wir das heute alles schaffen. Zuallererst kümmere ich mich um etwas, was eine klitzekleine Kleinigkeit ist, die ich seit Vorbeginn der Reise auf dem Armaturenbrett liegen habe, damit ich das, wenn ich mal Zeit habe, mache, was immer noch nicht erledigt ist. Und zwar... So, das ist meine Vorhangschiene, die mega ist. Ich verlinke sie in der Videobeschreibung, weil ich sehr oft danach gefragt werde. Super, aber ich glaube, man kann es hier sehen. Es gibt noch hier einen relativ großen Spalt. Aktuell mache ich so, ich nehme einfach meinen Magnethaken, die ich auch gerne verlinken kann, und mache es zu. Ist aber nervig, weil sobald man die Tür aufmacht, weil man vergisst es ständig, fliegt der Magnethaken ab. Ich will jetzt irgendwo solche Haken und diese Nieten anbringen. Und damit diese Lücke ganz simpel und integriert schließen. Ich finde es sau schwierig, diese kleinen Haken irgendwo reinzuschrauben. Mein Trick ist, klar kann man sich ja irgendwie auch vorbohren oder sowas, aber ich habe meistens nicht so einen super dünnen Bohrer da. Deswegen nehme ich einfach eine ganz normale Schraube, eine dünne, wenn es geht, und schraube die da so ganz kurz vor, damit das hier mehr Grip hat. Jetzt kommen die Ösen. An die Toilette. Die hatte mal einen Griff, so einen Ledergriff, aber der hält dem Gewicht nicht stand. Auf jeden Fall habe ich jetzt einen neuen Griff, den habe ich auf dem Trödelmarkt gekauft. Das ist so einer, der sich wegklappt. Super praktisch im Busausbau habe ich hier auch. Ja, den ballern wir da jetzt ran, ne? Auch wieder so eine super easy Sache, die ich hätte schon längst machen können. Okay, der Griff ist, obwohl er so flach ist, nicht flach genug. Und ich bin eh nicht so richtig zufrieden mit der Tür hier. Und da ist schon so viel gepfuscht worden. Ich pfusche jetzt einfach weiter. Ich glaube, ich bohre hier jetzt einfach so ein bisschen so ein Loch auf. Ich habe jetzt keine Fräse da oder so. Und wenn die Tür dann hinüber ist, dann ist sie hinüber. Ist auch egal, dann mache ich halt eine neue. Mit einem Bleistift gehe ich jetzt ganz grob über den Griff drüber. Wenn ich die Tür dann schließe, dann färbt sich das ab und dann weiß ich ganz genau, wo ich bohren muss. Okay, 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 es wird. Wir steigen auf den kleinen Bohrer um. Das wird so geil! Ich nehme das mit dem Pfusch zurück. Es geht darum, aus dem Blödsinn und aus dem Scheißding das Beste zu machen. Genau das mache ich gerade. Das Ergebnis kommt gleich. So, darf ich vorstellen, meine neue Klotür. Tada! Wie süß ist das denn? Und hier ist ein Grill. Ding! Kaching! Kunst! Als nächstes geht es dem Wasserfilter an den Kragen. Ich liebe meinen Wasserfilter, denn das ist eben nicht so ein kleines popliges Ding, sondern das ist ein richtiger Keramikfilter, wo das Wasser durch Keramik durchgepresst wird und geht dann auch nochmal durch einen Aktivkohlefilter. Das Ding ist mega, aber irgendwann setzt es halt auch zu. Oder sagen wir einfach, der Durchfluss wird langsamer, wenn man nicht so sauberes Wasser tankt, so wie ich halt immer. Das ist das Resultat, das Wasser fließt, aber es fließt halt ultra langsam. Und ich kann das ändern, indem ich den Keramikfilter einfach reinige, was ich mega geil finde, weil es halt auch viel nachhaltiger ist. Dafür muss ich jetzt aber erstmal den Keller ausräumen. Steht sowieso an, habe ich gar keinen Bock drauf. Musik.
Stunden. Ja, das packe ich wohl mal irgendwo hin, wo man schneller drankommt an der Autobahn. Meine Eltern freuen sich sicher riesig, dass ich die ganzen Sachen wieder reinschleppe. So, der Keller ist jetzt leer und ich lasse das Wasser ab. Ich habe in meinem Wassersystem 2 Ablässe eingebaut. Das würde ich jedes Mal wieder so machen. Das ist so praktisch. So, ich baue die Teile jetzt zum ersten Mal selber aus. Ich hoffe, dass das nicht alles nass wird gleich. Achso, den Kohlefilter will ich ja gar nicht wechseln. Also zugesetzt sieht er gar nicht aus. Aber was das bloße Auge sieht und was dann Sache ist, sind nochmal 2 verschiedene Paar Schuhe. Yeah. Jetzt hole ich den Keramikfilter hier mal raus. Ich baue den Filter da wieder ein. Und das war's. Puh. Kurzer Panikmoment. Ich dachte, da läuft irgendwo Wasser aus. Aber tut's nicht. Wow. Hm? Doch, das ist ein deutlicher Unterschied zu vorher. Wow. Oh, wow. Oh. Fertig. Ich räume jetzt alles wieder rein, was die zukünftigen Mieter vom Wagen gebrauchen könnten, wie Stühle, Tisch, wie heißen die Keile? Ich nenne sie einfach Spießerklötze. Einige meiner Magnetschubladenverschlüsse schließen nicht so super perfekt und nicht so super sauber. Und die justiere ich jetzt nochmal nach, damit das super smooth geht. Weil ich weiß ganz genau, dass ich hier mit dem Knie an dieser Ecke einmal drücken muss, damit das ganze Ding auf- oder zugeht. Aber man kann es den Mietern ja auch ein bisschen einfacher machen. Diese Schranktür hier ging im Winter gar nicht zu. Die hatte sich so verzogen. Und jetzt ist es gar kein Problem mehr. Was einfach nur wieder bestätigt, was ich immer wieder predige. Immer, immer, immer mit Toleranzen bauen. Die nächste Sache hat wieder was mit der Schubladensicherung zu tun. Und zwar weiß ich ganz genau, wo ich sie verbaut habe und weiß, wo ich sie dran halten muss, damit die Schublade einfach aufgeht. Der Mieter weiß es natürlich nicht, deswegen klebe ich da jetzt solche Sticker drauf. Ich bin jetzt am letzten Punkt der Tagesordnung angekommen und zwar ziehe ich jetzt aus. Okay, wenn ich ehrlich bin, ziehe ich nicht komplett aus. Erstmal nur für ein paar Tage. Meine Eltern fahren mit dem Auto weg, aber in wenigen Tagen oder Wochen, ganz genau weiß ich selber nicht, startet das neue Projekt und dann bin ich hier komplett raus. Ich bin fertig mit dem Bus, ich bin fertig mit dem Räumen, ich bin fertig mit der Welt. Und wenn ich ehrlich bin, fühlt es sich ein bisschen komisch an, dass ich den Bus jetzt in fremder Leute Hände gebe. Natürlich möchte ich nicht, dass was kaputt geht. Also für mich ist es einfach absolut sinnlos, den Bus einfach nur stehen zu lassen. Erstens. Zweitens. Sollte wirklich was kaputt gehen. Ich habe alles hier gebaut. Ich weiß, wie ich alles wieder bauen kann. Ich weiß, wie ich die Dinge reparieren kann. Und also es kann eigentlich nichts so Dramatisches passieren. Und wenn etwas so Dramatisches passiert, ganz ehrlich, dann baue ich es halt nochmal. Es gibt wirklich wichtigere Dinge im Leben als Materielles. Und ich versuche wirklich, mich nicht zu abhängig zu machen und mich nicht zu sehr zu verknüpfen mit diesen materiellen Dingen wie dem Bus. Ich bin echt froh, wenn ganz viele Leute mit diesem Bus eine ganz tolle Zeit erleben können. Ich finde das Konzept super. Nicht jeder muss ein eigenes Wohnmobil besitzen. Es ist doch eine super geile Möglichkeit, dass da einfach alle auch von profitieren können. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von dir. Ich verbringe jetzt meine vorerst letzte Nacht im Bus und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.